Ja, das Problem ist, wir sehen ja, dass zum Beispiel beim 20.09. 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Und bewirkt hat es genau genommen nichts. Und auch bei Fridays for Future war das Element, das die Bewegung nach vorne gebracht hat, war der zivile Ungehorsam. Dass eben ein kleines Mädchen freitags nicht mehr in die Schule gegangen ist. Weil sie gefragt hat, was macht das für einen Sinn, wenn ich keine Zukunft mehr habe. Es reicht nicht zu demonstrieren, es ist einfach zu wenig, um tatsächlich etwas zu bewegen. Und man sieht eben auch in der Vergangenheit, das hat Extinction Rebellion auch analysiert, wissenschaftlich analysiert, was ist nötig, damit sich tatsächlich etwas ändert im Land. Und das sind 3,5% der Bevölkerung müssen auf die Straße gehen, müssen zivilen Ungehorsam üben, dann wird sich was ändern. Es geht ja bei der ganzen Sache darum, dass wir alle gemeinsam ein Problem haben. Also, und darauf aufmerksam zu machen. Ich meine, allein schon jetzt im Vorfeld von der ganzen Ankündigung wurde so viel mediale Präsenz gezeigt, schon fast mehr als bei den Demonstrationen, wo 1,4 Millionen Leute auf der Straße waren. Und es ist schon, also ich finde es ein bisschen frustrierend, wenn so viele Leute friedlich demonstrieren und einfach so wenig mediale Präsenz dann auch da ist. Und jetzt sagt eine Gruppe, sagt an, ja okay, wir blockieren ein bisschen was und wir möchten den Leuten vielleicht ein Stück weit auf den Schlips treten, um sie aufmerksam zu machen, was für eine Problematik da überhaupt dahinter steckt. Jeden Tag sterben 200 Spezies aus. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber wir sind auch bald eine von diesen Spezies. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Das merken wir jetzt noch nicht. Uns geht's super, vor allem in Deutschland. Aber wo sind wir in 50 bis 100 Jahren? Ich meine, der Wasserspiegel steigt so oder so an. Wir müssen eh schon gucken, wie wir in 50 Jahren leben. Aber was wollen wir denn für unsere Enkel? Eine ganz wichtige Forderung, eigentlich die erste Forderung von Extinction Rebellion, heißt Tell the Truth. Und das richtet sich an die Politiker als auch die Medien. Auch der letzte IPCC-Report wurde in den Medien, fand ich, nicht, sage ich mal, genügend in den Vordergrund gestellt. Es war beispielsweise in einem großen Sender ZDF eine halbe Minute im Heute-Journal. Und das ist mir einfach nicht genug dafür, wie diese Aussagekraft ist und was es eigentlich bewegen müsste in der Bevölkerung. Wir arbeiten hier gegen große Lobbys und es ist wirklich schwierig. Und wir haben schon so viel versucht und wir hoffen einfach, dass immer mehr Menschen Teil der Bewegung werden und wir dann mit diesen 3,5 und hoffentlich mehr Prozent dann endlich mal was bewegen.